Tage sind es noch bis zum Ironman Hawaii 2019. Wir sind fast durch mit den Profi-Interviews, die wir hier geführt haben, mit den Top-Favoriten, mit den Männern, mit den Frauen. Einen haben wir noch. Herzlich willkommen, Stefan Schumacher. Dankeschön. Stefan, wir haben im Vorfeld schon gesprochen. Wir haben lange diskutiert, ob wir dieses Interview führen. Du hast eine gewisse Geschichte, aber wir reden über deine jüngste Geschichte, über deine Geschichte, den Weg zum Ironman Hawaii. Du hast im letzten Jahr, ist noch nicht mal ein Jahr her, erst deine erste Langdistanz gemacht. Immerhin schon im höheren Athletenalter von 37 Jahren, damals in Argentinien. Ich glaube, du warst Sechster und hast dich da qualifiziert für das Rennen hier. Was war das für ein Tag? Ja, also für mich war es einfach letztes Jahr wichtig. Wie gesagt, zwar, also früher zu starten, so diese ganze Triathlon-Sache ist für mich irgendwo ein Experiment gewesen. Ich habe den Sport schon seit längerem verfolgt und es hat mich wirklich gereizt. So, ich habe eine Faszination für den Sport entwickelt und ja, dann mit 36 war für mich irgendwie dann die Zeit auf dem Rad vorbei und ich dachte, ja, wenn ich jetzt nochmal rausfinden will, was ich da leisten kann in dem Sport, dann jetzt oder nie. Und bin dann, habe einfach 2018 die Profilizenz gelöst, habe 70.3er Halbdistanzen gemacht, dann schon von Anfang an mit Verletzungsproblemen zu kämpfen gehabt, ja, gerade Lauferei eben, also unglaublich, da kam eins nach dem anderen. Und dann war mir einfach wichtig, so am Ende vom Jahr, das war dann eben Dezember, ich konnte dann ab September wieder laufen, dass ich nochmal eine Langdistanz mache, um überhaupt zu wissen, hey, mache ich das jetzt noch länger intensiv oder lassen wir es bleiben. Und dann habe ich mich gut gefühlt, bin wirklich ja, nochmal gut in Form gekommen und an dem Tag lief es dann recht gut. Also war ganz zufrieden. Mit welchen Ambitionen bist du da diese zweite Profikarriere angegangen? Ich meine, du hast im Radsport vieles erreicht, du bist im rosa Trikot gefahren beim Giro, du bist im gelben Trikot gefahren bei der Tour de France, du bist Dritter bei der Weltmeisterschaft im Straßenzeitfahren oder im Straßenmannschaft. Entschuldigung, im Straßenrennen geworden. Im Straßenrennen. 2007 in Deutschland war es. In Stuttgart, in meiner Heimat. Deutscher Vizemeister, Einzelzeitfahren. Du musst doch Ziele haben, die dich reizen. Ja? Du willst doch nicht nur finishen. Ich muss erstmal finishen. Ich habe schon Respekt vor dem Rennen. Also ich sage jetzt, das wäre schon mal das Ziel Nummer eins. Okay. Ja, wie gesagt, prinzipiell, als ich die Entscheidung getroffen habe, jetzt im Triathlon Gas zu geben, war schon das Ziel hier auf Hawaii, einfach mal dabei zu sein. Und jetzt, was ich aber am Samstag leisten kann, das will ich gar keine Prognosen abgeben. Ich kann nur versprechen, ich werde alles geben. Ich werde versuchen, beim Schwimmen so lange wie möglich irgendjemand zu halten. Und dann natürlich muss ich auf dem Rad Gas geben. Also ich werde nicht derjenige sein, der aufs Laufen dann wartet. Und schauen wir einfach am Ende dann, was dabei rauskommt. Schwimmen, deine große Achillesferse. Du bist allerdings die Strecke hier des Ironman Hawaii schon geschwommen, am Sonntag beim Hoala Swim. Mhm. 58 Minuten, wie hat sich das angefühlt? Ja, es war der zweite Tag, als ich hier war. Ich war, glaube ich, noch nicht jetzt so körperlich auf der Höhe. Es ist immer wieder dasselbe im Schwimmen. Ich habe wirklich seit 2 Jahren intensiv am Schwimmen gearbeitet. Mir macht Schwimmen allgemein sehr, sehr viel Spaß, also das Training an sich. Und bin gerne im Wasser. Ich habe mich auch extrem verbessert, gefühlt, aber immer wieder dasselbe, so bei den Wettkämpfen. Ich habe mir jetzt so oft vorgenommen, hey, heute gebe ich mal richtig Gas, heute hänge ich mich da vorne in die Gruppe rein und das gleiche wieder am Sonntag, so ich bin Vollgas losgeschwommen, relativ weit vorne gestartet und dann nach 200 Meter all out nach vorne geschaut und denke nur, mein Gott, 100 Meter gefühlt, die anderen sind schon weg, also unfassbar, was manche Leute da im Wasser leisten können. Und ich meine, klar, irgendwo ist es logisch. Ich habe mit 36 angefangen zu schwimmen. Aber wenn man es dann erlebt, was es bedeutet, was manche Leute da wirklich leisten können im Wasser, unglaublich. Immer wieder beeindruckend für mich auch. Ja. Laufen tust du schon ein bisschen länger. Du bist deinen ersten Marathon vor 3 Jahren gelaufen in Frankfurt, 2:51. Da sieht man schon, der Radsport hat doch noch was in den Beinen und im System gelassen, dass solche Leistungen möglich sind, aus dem Stegreif fast. Da muss ich dich jetzt verbessern. Ich glaube, Nettozeit war 2:50. Okay, okay. Würdest du am Samstag wahrscheinlich auch nehmen hier? Ja, definitiv. Also, ich habe in Argentinien bei dem Ironman, wo ich mich qualifiziert habe, war eine 2:58. Also es war für mich ein Riesending, unter 3 Stunden zu laufen im Wettkampf. Und ja, klar, läuferisch, ich bin jetzt, sag ich mal, keine Gazelle, es gibt Leute, bei denen sieht es besser aus, aber man hat natürlich dieses System, ich bin schon früher
im Winter regelmäßig auch bei mir die Laufschuhe angezogen und da meine Trainingseinheiten gemacht, schon so lange ich denken kann, aber als Jugendlicher Fußball gespielt, so wie die meisten. Und da kommt natürlich dann dazu, wenn man vom Radsport kommt und hat eben sozusagen die Leitungen sind gelegt irgendwo in der Muskulatur, so die Mitochondrien, die Kapillarisierung ist irgendwo da. Natürlich nicht speziell auf die Bewegung, was das Laufen angeht. Da braucht man natürlich schon auch Zeit, um ordentliche Leistungen zu bringen, vor allem wenn es dann Richtung Profiniveau gehen soll. Aber ich tue mir natürlich leichter, jetzt, was das Laufen angeht, wie wenn es um Schwimmen geht. Du hast gerade erwähnt, Profiniveau. Du bist sicher konkurrenzfähig auf dem Rad. Beim Laufen 2,58 muss man erstmal laufen. Beim Schwimmen sagst du selbst, du willst nicht Vorletzter werden hier oder du willst mindestens Vorletzter werden. Was hat für dich den Ausschlag gegeben, diese zweite Karriere jetzt im Triathlon als Profi anzugehen und nicht als Age-Grupper? Du gehst ja auch auf die 40 zu, da hätte man ja auch sagen können, ich mach's wie andere, komm als Age-Grupper nach Kona. Ja gut, das ist eigentlich eine lange Geschichte. Ja, kommen wir vielleicht jetzt in das Thema automatisch rein, was du angedeutet hast, meine Vergangenheit, meine Geschichte. Ich habe meine Fehler gemacht in der Vergangenheit. Ich bin 2008 gesperrt worden für 2 Jahre und habe, ja, sagen wir so, damals meinen Job eben so gemacht, wie ich es gelernt hatte. Ich möchte trotzdem die Verantwortung dafür übernehmen, für meine Fehltritte oder Verfehlungen. Du warst damals im Team Gerolsteiner und genau. Da gehört das zum Alltag, das Thema Doping. Ja, ich sag mal so, im Profi-Radsport in den Jahren, in denen ich da reingekommen bin, ich bin mit 16 von der Uniklinik Freiburg betreut worden, von den Ärzten, die das Team Telekom betreut haben. Ich war in der Nationalmannschaft, ich war mit 18 dann im Nachwuchsteam Telekom, dann im Profiteam Telekom. So, ich meine, ich will jetzt nicht die ganze Geschichte aufrollen, aber natürlich war das damals irgendwo Usus und liegt jetzt inzwischen weit zurück, was für mich dann einfach frustrierend war und auch irgendwo, wie gesagt, die 2 Jahre waren verdient. Kein Thema, war zwar hart, also 2 Jahre sind dann auch lang. Leute, die arbeitslos sind, tun sich auch schwer 2 Jahre lang. Wie gesagt, will mich nicht beklagen, alles gut. Nur danach, ich habe nie wirklich die zweite Chance bekommen. Also da lief so viel hinter den Kulissen. Keine zweite Chance von der Öffentlichkeit, von den Medien, von den Im Sport selber ist, wie gesagt, ich will jetzt nicht zu weit ins Detail gehen, aber man hat mich einfach irgendwo hintenrum kalt gestellt. Da ging es um, ich war mal kurz davor, wieder zurückzukommen. Ich war von Giro d'Italia nominiert, ich wurde 2 Tage davor ausgeladen. Ich weiß heute zum Teil die Gründe noch nicht dafür. Mag das auch daran liegen, dass du doch auch fast eine Art Grundzeugenfunktion hattest, indem du gesagt hast, da ist bei uns damals im Team eine Menge schiefgelaufen und es haben alle gewusst? Spekulativ, also Spekulation ganz einfach. Ich kann nur sagen, ich habe meinen Weg gegangen. Ich bin froh, dass ich seit 2013, was es angeht, reinen Tisch gemacht habe. Ich bin heute auch im Anti-Doping-Kampf aktiv, was Prävention angeht. Ich war in Schulen, ich habe schon Vorträge gegeben, also meine Geschichte sozusagen geteilt. Bin jetzt auch bin jetzt mit der NADA am Kooperieren seit einiger Zeit. Und bin jetzt dann in Kürze dann auch Teil von, oder als Freelancer, sage ich mal, Teil von diesem Präventionsprogramm. Es geht einfach darum, Kaderathleten, jungen Sportlern einfach Beispiele auch zu geben, was man falsch machen kann oder wie man es eben nicht machen sollte. Und, hattest du damals eine Wahl als jugendlicher Athlet? Man hat immer die Wahl, da muss man ehrlich sein. Also, aber ich wollte eben nach oben, bin ich auch ehrlich. Und wenn man sieht links und rechts, was passiert und wie das dann doch zur Normalität wird, dann ganz einfach. Für mich war es damals ein logischer Schritt als junger Sportler. Ich war damals 26, als ich da getestet wurde, dann auch gesperrt wurde. Heute bin ich 38 und ich will nicht rumjammern, aber ich habe schon harte Zeiten durchgemacht und für mich bedeutet jetzt dieser Start hier auf Hawaii auch irgendwo symbolisch sehr viel. Unabhängig von dem, wie gesagt, ich werde alles geben, aber unabhängig vom Ausgang, dass ich hier bin, bedeutet für mich auch irgendwo, dass ich noch am Leben bin. Also wirklich am Leben bin, dass ich die Sache irgendwo durchgestanden habe. Ich habe jahrelang mit Depressionen zu kämpfen gehabt. Ich habe
ja, es waren viele, viele schwere Zeiten. Ich hatte definitiv ernsthafte Probleme. Also, und von dem her jetzt hier zu sein und mich zurückgekämpft zu haben im Triathlon, der mir einfach Spaß macht. Also ich muss sagen, Triathlon ist für mich einfach eine Sache, ich habe einen riesen Spaß dran. Für mich eine neue Sportart, neue Herausforderungen und ja, hier bei der WM dabei zu sein, bei 50 Sportlern, die sich qualifiziert haben, ist für mich eine Ehre und bedeutet mir persönlich, für mich selber und für mein Umfeld auch wirklich sehr viel. Dein Umfeld, du hast eine gewisse Affinität zu Hawaii, du hast hier Urlaub gemacht mit deiner Frau, euer Sohn trägt einen hawaiianischen Namen. Ja, genau, also ich war schon 2012, waren wir zum ersten Mal auf Hawaii, ich und meine Frau im Urlaub und wir sind absolute Hawaii-Fans, also es war, wir waren jetzt dreimal insgesamt hier und haben wirklich alle auf der vier großen Inseln wirklich ausgekundschaftet. Du bist also auch jetzt vor kurzem erst hier hingekommen, du bist das Hoala Swim mitgeschwommen und dann nochmal nach Oahu. Genau. Hast du dich zurückgezogen, um da noch zu trainieren, kann man eigentlich nicht sagen, weil da passiert ja nichts mehr in der Woche vor dem Rennen. Nee, ich habe mich schon bewegt, einfach fit gehalten, habe ganz kurzfristig gebucht, weil ich echt nicht wusste, ob ich den Start hier in Anspruch nehmen möchte, kann, aufgrund von den ganzen Verletzungsproblemen, die ich hatte. Habe jetzt ja relativ spät noch Wales absolvieren müssen, also für mich persönlich auch einfach mental und nochmal einen Härtetest zu haben, ob ich es läuferisch überhaupt durchhalten kann. Und habe danach dann die Entscheidung erst getroffen, auch zu kommen. Diese Verletzung, ist das so ein Zeichen, so ein Sportlerkörper, der kann nur ein gewisses Maß über eine Sportlerkarriere ertragen und irgendwann ist Schluss und dann meldet er sich? Also ich glaube nicht so. Das würde ja bedeuten, dass ich alt wäre, was ja absolut nicht der Fall ist. Jan Frodeno ist dein Jahrgang. Ja, genau. Und gut, er hat ja auch so seine Verletzungen schon gehabt. Ich bin ein bisschen älter, ich habe noch mehr. Okay, es wird wahrscheinlich nicht besser werden. Aber ich glaube jetzt gerade bei mir speziell mit dem Background vom Radsport und ich habe die ganze Sache unterschätzt. Ich bin grundsätzlich einer, der immer sagt, ja, das schaffe ich. Und wie gesagt, ich konnte schon ordentlich laufen. Und wenn man dann aber alle drei Sportarten wirklich versucht unter einen Hut zu bringen und das Level natürlich auch, also das Maximum rauszuholen in allen drei Disziplinen, trainingstechnisch, ja, dann gerät man eben an seine Grenzen. Und das war bei mir der Fall. Und man muss sich wahrscheinlich vorstellen, wie wenn durch die, wie viele Jahre, 20, 25 Jahre Leistungssport, Ausdauersport, habe ich vielleicht einen, sagen wir mal, Ferrari-Motor und dann mit einer Fiat Cinquecento Radaufhängung. So. Das heißt, wenn ich jetzt im Laufen Vollgas gebe, dann komme ich relativ schnell voran, aber das schwächste Glied in der Kette, das ja, gibt dann halt nach. Und ich glaube, so waren irgendwo auch meine Verletzungen zu erklären. Natürlich auch Disbalancen. Ich meine, wenn man sein Leben lang nur auf dem Rad sitzt, in der Beugung und dann schwimmen, laufen, geht alles genau in die andere Richtung, in die Streckung rein. Da war das Thema Athletik habe ich stark unterschätzt. Also was man neben willkommen den, in der Triathlon-Welt, neben den drei Sportarten wirklich noch machen. Ich dachte, ja gut, dann mache ich drei Sportarten. Also das ist so, ich war in Wochen, über Monate hinweg, habe ich fast so viel Physiotherapie und Mobility und Core Stability und Athletiktraining gemacht wie Ausdauertraining, also wie Radfahren, Schwimmen und Laufen. Und die Komponente hatte ich absolut unterschätzt. Und ich glaube, das hat sehr viel. Diese Disbalancen, die sich natürlich über 25 Jahre oder 20 Jahre dann Profi-Radsport aufbauen, die, ja, man kann nicht einfach so die Sportarten switchen. Das war dann doch ein bisschen schwieriger, wie ich dachte. Ja, du hast ein zweites Ironman-Rennen gemacht nach deiner Qualifikation, die ja früh feststand. Letztes Jahr im November in Argentinien bist du in Hamburg gestartet, Ende Juli. Bist nicht ins Ziel gekommen, aufgrund dieser Schmerzen. Ich habe dich einmal im Rennen gesehen tatsächlich. Da kam schon die ersten Age-Gruppe aus dem Wasser. Dann kam Stefan Schumacher, wurde auch angekündigt über den Sprecher. Und dir rief ein Zuschauer hinterher, Dopa, Ex-Dopa, okay. Wie auch immer. Was tut mehr weh? Die physischen Schmerzen, die du hattest in diesem Rennen oder diese Geschichte, die dir immer noch nachhängt und die Triathlon-Szene offensichtlich nicht so schnell vergisst? Ehrlich gesagt, ich habe es gar nicht gehört. Nee, die Schmerzen, das Schwimmen war sehr unangenehm in Hamburg. Da war ich sehr schwach im Schwimmen, habe in der Alster überhaupt gar keine Orientierung gehabt. Und ja, ich sag mal so, ich nehme sowas nicht mehr wirklich für voll, weil ich sag mal, auf einem gewissen Niveau, die Diskussion, die wir jetzt führen, zu dem Thema, bin ich auch offen und bin auch bereit, wirklich Fragen zu beantworten und auch Leute, die vielleicht enttäuscht sind von dem, was ich falsch gemacht habe, bin wirklich bereit, damit
dieses Gespräch zu führen und in den Dialog reinzugehen und auch versuchen, meine Sicht oder meine Erlebnisse oder meine Erfahrungen zu schildern oder darzustellen. Aber wenn es um Dinge wie Beschimpfungen geht von draußen, Leute, die mich nicht kennen, das interessiert mich nicht. Ja, wir haben ja das eine oder andere Mal auch über dich berichtet in unseren Medien und die Diskussion ist immer relativ einschlägig danach. Wie fühlst du dich so in dieser Triathlon-Szene angenommen, aufgenommen oder vielleicht auch abgelehnt? Also vollkommen zweischneidig. Also international muss ich sagen, wenn ich zu den Rennen komme, habe ich extrem positive Erfahrungen gemacht mit zum einen mit Supportern, auch mit Age-Groupern und auch mit Profis, also mit Top-Leuten. Neulich in Wales, ich will den Namen jetzt nicht nennen, wäre jetzt blöd, kam vor mir zum Start einer von wirklich einer renommierter Triathlet und sagt, hey, ich freue mich voll mit dir hier zu starten. Ich bin echt, ich war früher, wo ich jung war, ein riesen Fan von dir. Ich finde es, dann habe ich natürlich, ja, klar, ich habe mich dadurch nicht jünger gefühlt, wenn er halt sagt, weil er jung war, war ein Fan von mir, aber habe mich natürlich auch gefreut und da kommt eben viel mehr eigentlich das Interesse so, die Fragen, also diese Konversation, Radsport, Triathlon, wie fühlt sich das an, wo sind die Unterschiede, also ein gewisses Interesse auch für mich als Radsportler und in Deutschland hatte ich auch zum Teil mit Profis absolut, habe ich zu einigen Profis einen guten Draht, also ist nicht so, dass ich viel verspüre, bei mir im Verein zu Hause komme ich super klar mit den Leuten, was so geblockt wird und auf Facebook abgeht, verfolge ich ehrlich gesagt nicht so sehr. Ein paar Dinge bekomme ich natürlich mit, aber wie gesagt, ich bin insofern mit mir heutzutage im Reinen und das ist für mich wichtig. Wie wirst du heute getestet im Vergleich zu früher im Radsport? Jetzt seit ich diese Quali gemacht habe im Dezember sehr viel. Also wirklich da, ich habe es jetzt nicht gezählt, aber wir waren bestimmt schon 10-mal bei mir zu Hause und auch bei den Wettkämpfen, dann bei den paar, die ich gemacht habe. Ich denke mal ähnlich. Du kennst die Sportwelt. Wie ist so das deutsche Anti-Doping-System einzuordnen international? Ja klar, es gibt Unterschiede. Ich denke mal, Deutschland hat einen hohen Standard. Es gibt andere Länder, die haben auch einen hohen Standard. Davon würde ich mal ausgehen. Oder das ist definitiv der Fall. Und dann gibt es natürlich auch Länder, in denen der Standard nicht wünschenswert ist. Ja? Aber ich will jetzt auch nicht da auf irgendwelche Länder schießen, weil mir fehlt da auch ein bisschen so der absolute Einblick. Es gibt viel Gerüchte, es gibt viel Gerede, aber ja, das wäre jetzt vielleicht, will ich mich nicht dran beteiligen. Dass es Unterschiede gibt, das steht fest. Ja. Eine Frage, mit der du sicher rechnen musstest, dass sie kommt, hältst du den Triathlon-Sport für sauber? Ja, wurde ich jetzt schon öfter gefragt. Ich würde es mir wünschen. Also, so wie ich mir auch gewünscht hätte vor 15 Jahren, dass der Radsport sauber ist, so. Aus realistischer Sicht, sagen wir mit der Lebenserfahrung, die ich habe, in den 38 Jahren, wie ich den Mensch kennengelernt habe, wie der Mensch so tickt, klar, also ich bin da relativ realistisch. So. Ich kann es nicht einschätzen, ich bin ja nicht mal ein Triathlon-Insider, aber wenn man sich anschaut, Triathlon besteht aus Schwimmen, Radfahren und Leichtathletik, also Laufen und also, ja, weiß auch nicht. Das spricht eigentlich auch irgendwo für sich und dass es natürlich im Triathlon was bringen würde, auch klar. Was in der Szene wirklich abgeht, möchte ich nicht mutmaßen. Ich gehe einfach davon aus, dass wie in allen Sportarten das Thema eine Rolle spielt. Hattest du hier schon Besuch vor Ort von Testern? Nee, hier war noch keiner. Aber wir waren kurz bevor ich abgeflogen bin, nochmal um 21.30 Uhr, das werde ich nicht vergessen, weil da waren meine zwei Jungs schon am Schlafen und meine Frau war auch nicht so gut drauf zu sprechen, also es war kurz vor dem Abflug, da war ich das letzte Mal getestet worden. Ja. Du bist nicht der einzige Ex-Radprofi hier am Start, aus Deutschland ist noch Kai Hundertmark, der ist noch eine Altersklasse, zwei oder drei Altersklassen ja, darüber am Start. Alexander Vinokurov, sicher der umstrittenste Athlet hier im Age-Group-Feld, Laurent Jalabert ist hier auch schon gestartet. Habt ihr noch Kontakt untereinander, so aus den alten Zeiten? Also Kai Hundertmark hatte ich jetzt erst vor kurzem, war ja ehemaliger Teamkollege von mir, schon vor 100 Jahren, oder ich glaube bis 2003. Ja, ich habe ihn getroffen, wir saßen im gleichen Flieger hierher. Und ja, also
wir sind nicht im engen Kontakt, aber wir haben uns natürlich über das Rennen unterhalten und über Triathlon an sich. Laurent Jalabert habe ich zufälligerweise in Argentinien getroffen. Mit ihm habe ich mich eine Weile unterhalten. Und jetzt Vino habe ich, seit ich aus dem Radsport raus bin, nicht mehr getroffen. Trefft ihr euch auf dem Highway dann? Kann passieren, ja. Also ja, wir waren ja auch Teamkollegen, auch bei Telekom damals, in meinen ersten Jahren. Und ja gut, die Jungs sind ja in der Age Group, als Age Grouper, als Amateure sozusagen am Start. Bei den Profis gibt es ja noch Cameron Worth. Der kommt auch, also er kommt ja aus dem Rudern und aus dem Radsport. Also ja, der ist sicherlich derjenige, den man im Ernstesten nehmen muss auf dem Rad, logischerweise, was er so die letzten Jahre hier gezeigt hat. Wie ernst muss man dich nehmen, so im Vergleich zu den anderen Profis? Wo ordnest du dich ein? Hast du irgendwie ein Ziel, was du erreichen willst hier im Rennen? Welche Radsplitzeit, welche Radsplitplatzierung? Also Radsplit an sich habe ich keinen Fokus drauf, weil ich meine, ich bin 20 Jahre Radrennen gefahren und da gibt es für mich nichts zu beweisen. So, es wäre jetzt affig, wenn ich hier ein All-Out gehe, nur um Radsplit auf Kona zu schaffen. Natürlich muss man es erstmal hinkriegen, weil ganz ehrlich gesagt, die Jungs darf man nicht unterschätzen auf dem Rad. Also auch die Triathleten, nicht nur die aus dem Radsport kommen. Da habe ich mich schon zum Teil erschrocken über den einen oder anderen, was die in der Lage sind zu treten. Darf man jetzt auch nicht unterschätzen, aber für mich geht es darum, einfach ein gutes Rennen zu machen. Wirklich von Anfang bis zum Ende. Also meine Taktik ist immer so, ich gehe im Triathlon so 3-5% über meinen Verhältnissen, über dem, was ich fühle, was ich bis zum Ende durchhalten kann. An einem guten Tag komme ich damit durch und an einem schlechten Tag gehe ich eben in die Luft. Und ja, so werde ich jetzt auch hier in Kona rangehen. Natürlich muss ich auf dem Rad Gas geben, klar. Aber für mich wichtig, so weit wie möglich nach vorne zu kommen und nachher auch noch einen guten Marathon laufen zu können. Das Radfahren ist ja die zwar technisch im Sinne von sportlicher Technik am geringsten fordernde Disziplin, da zählen andere Faktoren eine Rolle, aber natürlich die am besten technisch messbare Disziplin. Hast du irgendwo eine Einschätzung oder sagst du, es gibt eine gewisse Grenze, die ist mit normalen Mitteln erreichbar und alles darüber ist verdächtig? Im Sinne des Themas, über das wir schon gesprochen haben? Ach so, ja, immer schwierig, muss man wirklich ehrlich sagen, schwierig, weil klar, du hast die Watt pro Kilogramm, hat die ganz klaren Messwerte und wie auch gesagt, will mich da nicht beteiligen, weil man kann natürlich nicht sagen, es gibt immer Ausnahmeerscheinungen. Also ich sag mal ganz ehrlich, jetzt ein Jan Ullrich, ich kenne die ganze Familie, man kennt auch seine Hintergründe, aber der wäre so oder so einfach Ausnahmesportler. Also Jan Ullrich, wie gesagt, ich kenne seinen Bruder, der war nicht mal im Training, der ist einfach bei uns mit trainieren gefahren. Mit 90 Kilo. Es gibt einfach Leute, die sind genetisch oder von ihrer, sind einfach stärker als andere. Es gibt immer Ausreißer, es gibt immer Ausnahmeerscheinungen. Mhm. Deswegen macht es keinen Sinn zu sagen, ab dem Wattwert ist einer irgendwo gedopt oder hat in die Trickkiste gegriffen und das andere ist erklärbar. Immer schwierig. Du hast die Genetik angesprochen, du hast aber auch erzählt, du warst 10 Jahre in einem System, wo man, um erfolgreich zu sein, gewisse Dinge tun musste, die nicht legal waren. Glaubst du, dass das bis heute Nacheffekte hat? Du hast dich ja auf ein Niveau trainiert damals, was andere auf anderen Wegen nicht erreicht haben. Wie lange wirkt das nach? Ist noch ein bisschen von dem, was ihr damals im Team Gerolsteiner gemacht habt, ist noch ein bisschen davon drin, was dich hier zu Leistung befähigt, die andere nicht können? Also da muss ich jetzt auch dich verbessern. Ich habe nicht 10 Jahre in dem System gearbeitet. Ich habe wirklich 4,5 Jahre nachgeholfen, wenn man es so formulieren will. Ich bin die ersten Profi-Jahre auch sauber gefahren. Ich bin nicht meine, und vor allem die letzten 10, 11 Jahre im Radsport sauber gefahren. Möchte ich betonen, weil mir das wichtig ist. Mein Fall wurde eben extrem aufgekocht aufgrund von dem ganzen Prozess und von dem ganzen Trara drumherum. Bin ich einfach, ja, stehe ich nochmal anders da wie manch anderer. Da war ich einfach auch zum Teil zur falschen Zeit am falschen Ort. Die Theorie von dir eben, die du formuliert hast, die höre ich auch zum ersten Mal, seit ich Triathlon mache. Also das scheint irgendwie in der Triathlon-Szene so eine verbreitete, also vielleicht, ich würde es eher in die Kategorie Ammenmärchen einordnen, weil ich habe selber wirklich recherchiert, als ich darauf gestoßen bin, als mich Leute damit konfrontiert haben. Und es gibt dazu keine
keine Erkenntnisse, keine Studien, die das irgendwie belegen würden, hat er eher einen anderen Effekt. Das heißt, wenn ich Hormone zuführe, was man im Bodybuilding zum Beispiel kennt, wo es ja natürlich extrem betrieben wird, absetze, dann falle ich ja in ein Loch rein. Also das heißt, wenn ich manipuliere, wenn ich mit Hormonen nachhelfe, dann habe ich vielleicht einen kurzzeitigen Effekt, aber mein Körper fährt für die Eigenproduktion runter, was mich auf Dauer natürlich eher schädigt. Also es war die einzig logische Erklärung zu dem Thema, die ich bis jetzt auffinden konnte. So, ich glaube nicht, dass ich davon profitiere. Ich profitiere sicherlich von 20, 25 Jahren Spitzensport, knapp 20 Jahren Profi, Radsport, 3 Wochen Rundfahrten, Klassiker über 6-7 Stunden, WM-Rennen. Das sind natürlich Sachen, die bringen einem auch im Triathlon weiter. Hast du deswegen, weil du diese Erfahrung hast, in kurzen Abständen immer wieder Höchstleistung zu bringen, auch noch jetzt ein Rennen eingefügt, den Ironman Wales, der ist jetzt noch nicht lange her. Du bist die schnellste Radzeit gefahren bei weitem, bist als Vierter ins Ziel gekommen. Da haben sich viele Triathleten gefragt, das hast ja nicht nur du gemacht, das kommt ja in Mode, dass Profis kurz vor dem Ironman Hawaii noch ein anderes Rennen machen. Warum macht man das? Also für mich war es ganz einfach, die spezielle Situation, wie gesagt, Verletzungen über das ganze Jahr. Ich musste, bevor ich in Kona an den Start gehe, mit den Top 50 Leuten der Welt in der Weltmeisterschaft, zumindest mal einen kompletten Ironman gemacht haben. Weil hier in Mar del Plata in Argentinien war das Schwimmen verkürzt sogar. Das Schwimmen war auf die Hälfte verkürzt und du hast, glaube ich, mit 7 Stunden 47 oder 48 gefinisht. Ja. Also, aber ich hatte noch nicht einen kompletten Ironman absolviert und vor allem das ganze Jahr über, ich wusste echt nicht, ob ich den Marathon durchstehen kann. Ja. Es ging relativ spät, dass es anfing zu laufen für mich, läuferisch zu laufen. Und für mich war es vom Kopf her schon wichtig. Man hat halt als Radsportler mit Sicherheit eher noch dieses Kopfproblem. Also wenn man als Radprofi übers Jahr hinweg 2 Wochen kein Rennen gefahren hat, dann stimmt was nicht. So, man hat ja ein ganz anderen Rennkalender, eine ganz andere Saisonplanung. Man hat 80 bis 120 Renntage. Und man ist einfach nicht gewohnt, so viel zu trainieren, ohne dieses Feedback zu bekommen vom Wettkampf. Aber für mich jetzt Wales war, wie gesagt, entscheidend, einfach zu sehen, das Bein hält. Ich kann finishen, ich habe nochmal die Routine für so einen Ironman. Ich bin jetzt sozusagen ein Ironman, darf mich ein Ironman nennen. Und ob es jetzt... Selbst wenn es mich jetzt vielleicht 2-3% kosten würde, körperlich, weil ich es vielleicht noch nicht ganz weggesteckt hätte, dann bringt es mir mit Sicherheit mental sehr viel, weil, wie gesagt, einfach jetzt so aus der Kalten herzukommen, da hätte ich mich irgendwie sehr unwohl gefühlt. Mentale Stärke, das wissen alle, die hier schon am Start waren, das ist das Allerwichtigste am Samstag. Was erwartest du vom Samstag? Durch welche Höhen und Tiefen wirst du gehen? Die erste Tiefe wird auf jeden Fall schwimmen werden. Ich will es jetzt auch nicht schon... zu negativ formulieren für mich selber. Man muss das sich selber irgendwie positiv programmieren. Vielleicht läuft es ja besser wie gedacht, aber das wird natürlich hart, weil für mich diese 3,8 Kilometer Schwimmen fühlen sich an wie 4 Stunden. Schwimmen fühlt sich für mich länger an wie das Radfahren im Ironman. Unglaublich. Und das wird natürlich hart und da muss ich eben cool bleiben. Weil mir es auch schon passiert ist draußen, dass ich im Meer dann vor allem so eine Art Panik bekomme und das auch dann... ich die Orientierung verliere und die Nerven verliere. Und das wird die erste wichtige Komponente sein oder der erste Punkt im Wettkampf, wo es wirklich darum geht, cool zu bleiben, auch wenn es vielleicht schwierig wird. Und dann eben meinen Rhythmus auf dem Rad zu finden und auch die 180 Kilometer Radfahren ist ja auch eine Disziplin, die es im Radsport so ja nicht gibt. Was für mich auch sehr schwierig war, die Wettkämpfe, die ich jetzt gemacht habe, dass man nicht den Funk hat im Ohr, dass man nicht die Tafel hat mit den Zeiten, dass man nie genau weiß, wenn man nicht gerade die Leute vor sich sieht, wo steckt man. Habe ich jetzt 3 Minuten, 4 Minuten, 10 Minuten Rückstand? Das sind auch so Themen, wenn man dann vielleicht mal 1-2 Stunden lang niemand sieht auf dem Rad, da trotzdem drauf zu bleiben und dran zu bleiben, ist extrem schwer. Und dann das Laufen ist an sich für mich dann das Einfachste, weil da geht es einfach darum, zu schauen, wie weit mich die Beine tragen. Also da wird dann jede Taktik über Bord geworfen. Da versuche ich dann irgendwo meine Pace zu finden und zu finishen. Das wird auf jeden Fall ein spannender Tag, ein heißer Tag. Was fällt dir ein, wenn du an Samstagabend denkst? Samstagabend, also
Ich weiß es nicht, echt. Ich habe nach Wales auch gedacht, ja, also da war ich zu nichts in der Lage, jetzt nach dem letzten Wettkampf. Das war zwei, drei Tage echt der Ofen aus. So. Ich hoffe, ich werde mich am Samstag nicht ganz so schlecht fühlen und vielleicht noch ein bisschen hier die ganze Atmosphäre genießen. Also bin gespannt, wie sich's anfühlt. Wie gesagt, du bist 38 Jahre alt. Es haben zwei 38-Jährige hier gewonnen, Craig Alexander und Natascha Bartmann. Jan Frodeno wird es versuchen. Wie geht es für dich weiter? Nach Samstag. Nach Samstag. Schauen wir das mal an. Da gehen wir nach Hause dann in ein paar Tagen. Und ich würde schon gerne noch ein paar Jahre das Ganze machen. Hat aber echt damit den Verletzungen zu tun. Es war so heftig jetzt dieses Jahr. Wirklich die Schmerzen, diese ständigen Setbacks, wo ich sagen muss, ja, wenn ich jetzt über den Winter angenommen, ich könnte über den Winter wirklich nochmal stabil werden im Laufen, dann würde ich es an sich schon gerne noch ein, zwei Jahre machen. Vielleicht bis ich 40 bin. Ja, wie gesagt, hat für mich jetzt gerade eigentlich erst angefangen. Ich hoffe, dass ich es noch ein bisschen weitermachen kann. Wenn es nicht so sein sollte, dann bin ich trotzdem froh, hier mal dabei gewesen zu sein. Und ja, wie gesagt, ich konzentriere mich jetzt auf Samstag und alles andere wird dann hinterher entschieden. Ja. Einmal von Mike Rayleigh die Worte zu hören, you are an Ironman, und das an dieser Stelle ist sicher das Größte in dem Sport. Danke Stefan Schumacher, dass du dich unseren Fragen gestellt hast. Ich wünsche dir einen tollen Wettkampftag am Samstag und mit ganz vielen Höhen und Tiefen, wo am Ende hoffentlich die Höhe überbleibt. Vielen Dank. Danke für die Einladung.